Da ich aktuell sehr viele liebe Freunde und Bekannte mit ME/CFS bzw. Post-Covid und Long-Covid habe, habe ich in den letzten Wochen sehr viel Zeit darin investiert, mir einige Studien durchzulesen und einfach zu schauen, welche Ressourcen gibt es hier für Betroffene. Denn es ist immer wieder die Frage, woher informieren, und zwar nicht nur für Betroffene selbst, sondern auch für Angehörige. Das heißt, ich habe jetzt hier versucht, einige Studien und Leitlinien und Ressourcen zusammenzustellen. Wie immer bei mir oben mit QR-Code und Link dabei. Hier eine fantastische Ressourcenseite von AWMF Online. Das ist die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Hier gibt es eben eine Leitlinie, die erstellt worden ist von Fachpersonen, aber auch von Betroffenen. Und hier der Link führt zu einer Leitlinie, die betroffenen Angehörigen, Nahestehenden helfen soll, einen Überblick über die aktuellen Aspekte der Erkrankung zu erhalten. Es ist ein Ratgeber, eine Hilfestellung, Beispiele, wo es weitergeht, wo man noch zusätzliche Hilfe einfordern kann, wie Sachen definiert sind und so weiter. Was existiert aktuell für Forschung oder in welche Richtung gehen die Theorien zu Long-Covid oder Post-Covid? Im Spätherbst ist man noch von einer Autoimmunenerkrankung ausgegangen, hier eben von der European Lung Foundation, auch wieder mit QR-Code, die aktuellen Forschungsergebnisse. Das heißt, man geht davon aus, dass es hier zu einer Art Überreaktion im Immunsystem kommt. Allerdings gibt es inzwischen von einer Wiener Forschungsgruppe auch eine Theorie, dass es eigentlich eine überschießende Anti-Entzündungsreaktion ist. Das ist hochspannend, das ist eine Publikation vom Dezember diesen Jahres, auch hier wieder mit QR-Code und hier unten der Link drinnen. Und zwar, das wurde nur an wenigen Studienteilnehmern getestet, aber hat sich hier gezeigt, dass eine Untergruppe der Makrophagen bei Long-Covid, bei Post-Covid hier sozusagen eine Art Switch macht und dann eine überschießende Anti-Entzündungsreaktion, also keine eigentliche Autoimmunerkrankung in diesem Sinne triggert. Das heißt, wer sich hier einlesen möchte, hier sind eben die Links drinnen zu den ganz aktuellen Studienergebnissen. Ich werde immer wieder gefragt, ob Covid, Long-Covid, Post-Covid mit Impfen zusammenhängt. Auch hier gibt es noch keine eindeutige Studienlage. Es gibt hier einen Link zu einer Studie, also einem systemischen Review, wo angeschaut wird, schützt jetzt Impfen vor Long-Covid oder eher nicht. Hier steht drinnen, dass man davon ausgehen kann, dass das Risiko für Long-Covid mit Impfungen gesenkt wird. Allerdings, wie so oft ist in der Wissenschaft, gibt es natürlich auch Gegenstudien. Das heißt, dass genug Fälle auch beschrieben sind, wo Impfungen Long-Covid-Symptome triggern können. Was genau jetzt der Auslöser ist, wissen wir leider noch immer nicht. Wir wissen einfach, dass sowohl durch das Virus als auch durch eine immunologische Reaktion bei der Impfung eben diese Symptome auftreten können, zum Beispiel eben einfach leichte Erschöpfbarkeit, Probleme mit der Blutdruckregulation, dieser Gehirnnebel, der Brain Fog, Kopfschmerzen und so weiter. Auch zu dieser Studie gibt es hier wieder einen QR-Code für die, die sich einlesen wollen. Es scheint auch einfach einen Zusammenhang zu geben zum Thema körperliche Belastung nach einer Infektion bzw. körperliche Belastung nach der Impfung. Das heißt, wenn man zu rasch nachher wieder in eine Leistungssportart hineingeht, kann das vielleicht die Ursache sein, wie es zum Triggern von einem Long-Covid kommen kann. Jetzt natürlich die Frage, wie kann man betroffene Personen unterstützen? Hier diese Zusammenstellung richtet sich natürlich auch an alle meine lieben Heilmasseurinnen und Heilmasseure da draußen, dass auch ihr einfach wisst, wie kann ich Personen mit ME/CFS bzw. Long-Covid, Post-Covid unterstützen? Das Erste und ganz Wichtige ist, dass wir hier immer ganz individuell therapieren müssen. Das heißt, dass wir einfach mit der zu therapierenden Person einmal Kontakt aufnehmen und im Sinne des Pacing
Pacings eine Behandlung planen. Auf Pacing, da gehe ich in den ersten zwei Teilen dieser Vorlesung ein. Pacing heißt einfach, dass man an dem jeweiligen Erkrankungsgrad der Person Therapien, Trainings und so weiter anpasst, dass man hier eben nicht überlastet und nicht so viele Reize setzt, dass es zu negativen Auswirkungen kommt. Das heißt, sinnvoll wäre es, hier vorab mit Betroffenen Kontakt aufzunehmen, am sinnvollsten per Chat, per E-Mail, Videochat. Bitte aufpassen, Personen mit ME/CFS oder Long-Covid, kann sein, dass sogar Reden oder Gespräche so anstrengend sind, weil sie sehr viel Konzentration erfordern. Das heißt, hier vielleicht einfach schauen, wie kann man Betroffene entlasten und ihnen Zeit geben, vielleicht Zeit asynchron die Möglichkeit, auf Fragen zu antworten. Wichtig beim Therapieren, wenig Reize setzen, keine zu intensiven Techniken und nicht zu viele Inputs. Das heißt, für den Anfang würde ich mich vielleicht auf ein, maximal zwei Techniken beschränken. Und so wenig Inputs wie möglich. Das heißt, nicht zusätzlich jetzt noch Hintergrundmusik, zusätzliche Gerüche. Das heißt, hier auch gedämpftes Licht einhalten, also nicht zu viele Sinnesreize setzen. Sinnvolle Techniken wäre flächiges Arbeiten, flächige Streichungen, reflektorische Techniken, zum Beispiel APM nach einem Ohrbefund, Fuzo, Lymphdrainagen. Eventuell eine SRT nach Hefelin. Wichtig ist, kurze Behandlungseinheiten, vielleicht 20, 25 Minuten, ist besser vorzuziehen als wie eine 60-minütige Behandlung. Wichtig ist, auf die Lagerung achten, unnötiges Umlagern verhindern, da natürlich jedes Umlagern für Betroffene sehr kräfteraubend ist. Für Betroffene ist auch ein abgedunkelter Behandlungsraum sehr angenehm. Eventuell vielleicht an so simple Sachen denken wie eine Schlafmaske oder eine Möglichkeit, die Augen abzudecken. Natürlich grelles Licht, wechselndes Licht, wechselnde Lichtverhältnisse meiden. Wer die Möglichkeit hat, vielleicht Betroffenen sagen, dass sie selber Noise-Canceling-Kopfhörer mitnehmen sollen, beziehungsweise auf absolute Ruhe im Behandlungsraum achten, gegebenenfalls auch zum Beispiel Oropax verwenden, dass einfach hier keine zusätzlichen Sinnesreize auf die Betroffenen einwirken. Ganz wichtig auch während der Behandlung keine Gespräche, weil die einfach sehr kräftezehrend sind und einfach auch dieses aktive Zuhören für Betroffene mit ME/CFS sehr, sehr anstrengend sein können und es somit hier auch zu einem Crash kommen kann. Das heißt einfach zu einer sehr, sehr negativen Auswirkung der Therapie und zu einer Verschlechterung des Krankheitsbildes. Das Zeitfenster natürlich so wählen bei der Therapie, dass es auf den Tagesrhythmus der zu behandelnden Person abgestimmt ist. Das kann man sich vorher sehr gut ausmachen. Bitte immer dran denken, dass sehr viele Betroffene mit ME/CFS vegetative Dysregulationen haben. Teilweise haben Betroffene auch ein POTS-Syndrom, Small Fiber Neuropathie, das heißt auch Probleme beim Feedback geben. Bitte immer dran denken, alles, was Kraft fordert, Koordination, Ausdauer, immer sehr, sehr langsam angehen im Sinne von Pacing. Begleitend nicht nur Heilmassage sinnvoll, sondern natürlich auch eine Ergotherapie, eine Psychotherapie, Atemtherapien, Atempädagogik, Atemerleben. Und zwar aus dem simplen Grund, weil wir über die Atmung natürlich besonders viel Sauerstoff zu den Zellen bringen können und wir einfach aus vielen Studien und Forschungen wissen, dass ME/CFS auch die Mitochondrien betrifft und wenn hier mehr Sauerstoff zur Verfügung steht, dann kann hier natürlich der Stoffwechsel günstig beeinflusst werden. Gibt es irgendwelche diätischen Empfehlungen? Auch da gibt es Studien dazu, auch hier wieder mit QR-Code und Link. Wenn man sich die Studien ein bisschen durchliest, dann stellt sich einfach heraus, dass Vitamin D ganz, ganz wichtig ist für die Rekonvaleszenz. Vitamin D ist ja eigentlich ein Hormon. Das heißt, man weiß einfach, dass Personen, die ein Post-Covid haben, Personen, die ME/CFS haben, tendenziell eher ein Vitamin D
MED-Defizit haben. Das heißt, das schadet auf keinen Fall, hier mit ärztlicher Begleitung einmal zu schauen, wie ist das Vitamin D, kann man hier etwas verbessern. Coenzym Q10 ist sicher sehr sinnvoll, da es den Mitochondrien hilft, ihre Arbeit zu versehen. Radikalfänger sind natürlich sehr gut, um zusätzlichen Stress zu vermeiden. Ein Beispiel hier wäre Traubenkernextrakt, das OPC. Quercetinreiche Gemüsesorten sind sehr zum Empfehlen, zum Beispiel Brokkoli oder Zwiebeln, Fisolen, Äpfel, Grünkohl. Wichtig ist, dass man das Gemüse, das Obst roh oder verzehrt oder dünstet, natürlich nicht braten, panieren oder in der Mikrowelle erhitzen, weil das natürlich die Verbindungen zerstört. Omega-3-Fettsäuren sind sehr hilfreich. Wichtig ist, dass der Spiegel Omega-3 zu Omega-6 passen sollte. Das heißt, wir ernähren uns sehr Omega-6-lastig. Beispiel wäre zum Beispiel das Sonnenblumenöl. Das heißt, das eher weniger verwenden, dafür mehr Omega-3-Fettsäuren. Insgesamt sehr günstig mediterrane Ernährung, pflanzenbasierende Ernährung, Basenkost, hochwertiges Eiweiß, niedriger glykämischer Index. Also insgesamt einfach eine entzündungshemmende Ernährung wäre sinnvoll. Auch hier noch einmal eine Studie mit QR-Code, wo es hier darum geht, welche pflanzlichen Stoffe, welche Phytotherapeutika helfen können. Hier zum Beispiel wird ausdrücklich Ginkgo empfohlen, natürliche Flavonoide, die man sehr gut aus pflanzlichen Lebensmittel gewinnen kann, also zum Beispiel grünen Blattgemüse, Samen, Sprossen. Quercetin wird hier auch noch einmal erwähnt, kann man zum Beispiel aus Brokkolisprossen sehr gut gewinnen. Das heißt, wer hier nachlesen möchte, hier QR-Code und Link dazu. Und vielleicht noch einmal zum Abschluss, wichtig auch, nach Covid ist es sehr wichtig für Betroffene wieder das richtige Atmen zu lernen, weil durch den Hustenreiz, durch dieses Enge in der Lunge ganz häufig ein falsches Atemmuster entsteht. Auch hier habe ich euch wieder ein paar Links hineingegeben, Atem-Selbsterfahrung hier drüben, ein QR-Code oder hier von der Homepage von Norbert Faller mit einigen sehr tollen Beiträgen. Und wen es interessiert, es gibt auch eine fantastische Ausbildung, einen Lehrgang zum akademischen Atempädagogen, zur akademischen Atempädagogin, wo man unter anderem hier auch lernt, wie man Personen in ihrer Atemtätigkeit unterstützen kann. Ich hoffe, ich konnte einigen Betroffenen hier ein paar hilfreiche Links geben und wünsche euch von Herzen alles erdenklich Gute für eine rasche Besserung.